Hallo unsere Leute zur dritten Frag Josh Folge mit Molla. Wenn euch FFs und sexuelle Sachen interessiert, schaut auf jeden Fall die letzte Folge an. Da war die letzte Frage nämlich. Genau, wir werden weiter fragen. Wir sammeln noch Fragen. Auf Twitter läuft es gerade sowieso noch, falls ihr es mitbekommen habt. Auf Discord habe ich sowieso einen Raum extra dafür, dass Leute da Fragen stellen können für die nächste Session, die ich damit aufnehme. So, und da bin ich jetzt auch wieder weiter am Gucken. Das hatten wir schon mit dem Einhörner. Eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Warst du schon mal Bacon untreu? Nein. Nein. Kann man nicht. Den Checkpoint hatte ich dafür genutzt, das war die Bacon-Untreue-Frage. Oder war das die Frage mit Dings? Ich weiß nicht, war der Checkpoint die sexuelle Frage? Nee, die war davor. Okay, gut. Dann schau ich mal. Wann? Okay, nee. So, okay, ich bin beim nächsten. Okay, warte. Wir können auf jeden Fall höher springen, ne? Oh, Miaua. Yeah. Damit du aufs Haus kommst. Reiterisch könntest du jetzt skippen und richtig assi sein, indem du den Effekt hier nicht wieder wegnehmen lässt, sondern hier an der Seite vorbeilaufst. So, nächste Frage, kannst du raushauen. Genau. Die ist ähnlich wie die letzte Frage, wo ich dir gestellt habe. Okay. Aber diesmal nicht auf Film und Serie bezogen, sondern. Wenn du in einem Spiel sein könntest, in welchem Spiel wärst du? Oh. Das ist actually ziemlich schwer, weil die meisten Spiele, die ich gut finde, ein mega schlechtes Setup drumherum haben. Immer irgendwas mit irgendwelchen Kriegen und sowas. Wobei ich gerne in einer magischen Welt wäre, das definitiv. Ich wüsste aber nicht was. Also, keine Final Fantasy haben die meisten Teile immer irgendeinen Stress mit sich zu tun. Und halber Weltuntergang und alles. Ja, das ist halt ziemlich, das ist schon ziemlich weird, ne? Das nimmt mich ein bisschen mit. Nein, Spaß. Ich würde sagen, ich wüsste wirklich nicht. Ich müsste wirklich mal meine Spieleliste durchgehen, um wirklich ehrlich sagen zu können, was ich mitnehmen würde. Auch jeglicher Shooter ist Bullshit, was die Story dahinter angeht. Da willst du auch nicht leben. Nee. Wobei ich sagen muss, nehmen wir die Welt von Final Fantasy X2, wie sie ist, unabhängig von dem, was dahinter verfolgt wird. Weil die Welt im Frieden außerhalb von Sin ziemlich gut ist. Das stimmt. Weil das Setup auch ziemlich cool ist und sowas. Und okay, ja, da sind ein paar Monster und sowas, ne? Aber dafür kann man auch coole Tracks. So, magst du mich immer noch? Das hatte ich gerade schon. Wieso magst du Yoshi so gerne? Ich weiß nicht. Das liegt bestimmt dran, da er genauso einen großen Lörres hat wie ich. Nein. Das hat, glaube ich, was mit Namen zu tun. Und damals war die Auswahl, also das war so, das fing an mit Mario Kart 64. Ne? Ja, ich weiß, ich springe gerade noch hin und her. Mario Kart 64 und man sucht sich halt immer eine Figur aus. Und als Kind ist es nicht gerade schwer, von seinem eigenen Namen auf die Figur zu leiten. Und das blieb halt immer so ein bisschen hängen. Ne? Und dementsprechend, ja, blieb es auch dabei. Gut. Nächste. Jetzt hatte ich gerade eine Frage, die ist mit mir im Kopf. Warte, ich muss kurz überdenken. Wie hieß die Frage? Ich hatte sie doch gerade. Hannah hat angefangen. Mal schauen, ob Hannah uns noch einholt. Ja, aber nicht mehr weit. Ich glaube, da hinten ist das Ziel. Ja, ich glaube, die holt uns nicht mehr ein. Es sei denn, wir trödeln sehr. Wo war denn die Frage? Ich kann ja auch schon mal die nächste suchen. Das ist jetzt der Kabitzit. Ah, da habe ich schon mal was ich noch nicht hatte. Okay. Das sind schon wieder magst du Fragen, aber diesmal auf Sachen bezogen. Ah, nein, ich habe den Checkpoint zurückgesetzt. Das wollte ich nicht. Verdammt, ich finde nichts. Danke, Alter. Erstmal, also an dieser Stelle, während dem Molla viel zu lange grübelt, danke an alle Leute, die mitgejumpt sind und hier mit rumfliegen. Ziemlich cool, dass ihr dabei seid. Habe ich gar nicht mit so gerechnet mit so vielen Leuten. Ah, doch, da. Ach, da hat was. Die User hat mir eine persönliche Nachricht geschrieben mit einer sehr wichtigen Frage. Seid ihr gut in Jump'n'Runs? Ich denke, da sollte... Ich will mich nicht selbst beurteilen bei sowas, weil ich weiß selber noch meine Schwächen bei Jump'n'Runs und bei Spielen generell. Deswegen will ich halt nie behaupten, dass ich gut bin, weil ich halt immer noch Fehler mache. Generell bin ich aber wahrscheinlich besser als ein paar andere. Hätte ich gesagt. Also, es gibt immer irgendjemand, der ist. Ich dürfte überm Schnitt liegen, aber ich dürfte auch weitaus nicht der Beste sein. Dito. So, nerven wir? Nö.
Nein. Weiter geht's. Bevor er uns einholt. Nein, ich bin runtergefallen. Nein. Ah, scheiß. Was, dieser Wechsel ist ziemlich böse zwischen Dreier und so springen. Oh, hier geht's wieder. Ah. Ja, springe. Du nimmst erstmal den Checkpoint und stellst eine Frage, Junge. Junge. Okay. Lieblingsspielmodus in Minecraft. Lieblingsspielmodus in Minecraft? Actually ziemlich schwierig, weil ich behauptet hätte, dass ich gar nicht so viele Minigames momentan in Minecraft spiele. Wenn ich was spiele, ist es meistens Jump World. Einfach weil, wenn da richtig gut gemachte Maps sind, so mit leichter Story und so. Sieht halt cool aus. Finde ich ganz cool. Ist entspannt und ja, wenn ich PvP spiele, spiele ich meistens andere Spiele. Das muss ich ehrlich sagen. Na, bei mir ist es Tri-Jump tatsächlich. Tri-Jump und, na, Aura eher. Aura. Ziel! Das heißt, ich gebe aber der Map nicht die beste Bewertung, weil das doch Standard, also auf der Standard-Map basiert ist. Ja gut, Hanna, sorry, du musst hinterherkommen. Wir gehen schon mal wieder in die Lobby. Oh ja. Und ich suche schon mal eine weitere Karte raus. Ich frage mich immer noch, wie die so eine gute Wertung bekommen hat. Das weiß ich auch nicht. Ich will irgendwas so einigermaßen von der Länge haben. Ja, wobei eigentlich brauchen wir... Okay, alles sind wieder da. Alter, jetzt kommt mal was richtig Gutes. Oh. Wir spielen eine, wir spielen eine Dropper-Map. Ah, Hilfe. Oh Gott. Geht der Drop los? Hallo? Achso, jetzt Portal laufen. Ah, okay. Okay, ich würde sagen, ach, hier ist gerade ein Checkpoint vor. Okay, dann erste Frage, bevor wir uns hier mal tryen, runter zu droppen. Und dann leg mal los. Safe zu schaffen. Liebe ersten Blick, willst du einen Keks? Super gerne, aber ich mag am liebsten die Kekse, die noch weich sind. Kennst du? Oh, diese weichen Kekse? Ist das geiler als weiche Kekse? die innen halt noch weich sind, die. Oh. Achso, nächster Checkpoint. Wow. das ging sehr, sehr schnell, ne? So, nächste Frage. Wieso sind die Bananen krumm? Weil sie Richtung Sonnenlicht wachsen. It's a clerk. K-L-U-K. K-L-U-K. Oh, nächster Checkpoint. Wieso beantwortest du die Fragen? Weil, ich gerne sehr, sehr, sehr offen und sowas mit allen Sachen umgehe und ich es auch teilweise sehr interessant finde, was euch interessiert und, oh Gott, ich bin runtergefallen. Hä? Ich muss das mal Wasserloch finden. Ja, und generell, ich fand es auch sehr cool bei Leuten, die ich zugeguckt habe, solche Fragen mal beantwortet zu sehen oder mal Fragen stellen zu können und dementsprechend wollte ich euch das auch anbieten und ich bin schon wieder runtergefallen. Hä? Ja, du musst irgendwie auf dieses... Ach, auf den gelben. Bonfeld. Ach, das gelbe ist halt Schleim. Okay, sag mir das doch vorher. Sag mir das doch vorher, dann wäre ich da drauf gefallen. Jetzt muss man nur gucken, dass man das ein bisschen ausbouncen lässt. So, ja, aber ich habe halt Spaß daran, weil ich das auch ziemlich cool finde und interessant finde. Und zack, nächster Checkpoint. Ja. Und du bist dran. Ich finde nichts mehr leider. Kann ich hier immer noch drüber fragen? Wofür steht das Rawsome? Rawr ist, glaube ich, eine Aussage von einem Dino. So umgangssprachlich. Ja, habe ich gehört. Und dementsprechend, keine Ahnung, es hat sich irgendwann. Das war, ich weiß nicht, an was für einem Abend das war mit Awesome, Rawsome. Das kam einfach irgendwann und ich fand es so cool, dass ich es übernommen habe. So, die nächste Frage. Kann man immer noch doofe Fragen stellen? Dumme Fragen bestimmt reinschreiben? Ja, kann man immer machen. Auf dem Discord kann man zu jeder Zeit in die Hashtag FragJosh, oder ich werde sie vielleicht auch mal umbenennen, dass das Ding ein bisschen cooler klingt, Rubrik einfach immer reinschreiben und sobald wieder genug zusammen ist, schnappe ich mir wieder Molly oder irgendeinen anderen coolen, geilen Dude. Und werde dann wieder ein paar Fragen beantworten, weil rein finde ich es ein bisschen langweilig. Und das geht auf jeden Fall immer. Und wenn ihr was ganz Wichtiges habt, was ihr unbedingt sofort wissen müsst, sagt einfach, könnt ihr auch einfach so fragen. So, ich gebe das Wasser, das ist ja entspannt. Nächster Checkpoint. Und noch einer. Und noch einer. Das heißt, wir suchen jetzt beide schnell eine Frage. Okay. Superkraft. Wann kommt das Video? Das hatten wir doch schon. Also ich glaube, das ist schon draußen. Aber das ist, war die erste Frage. Jetzt haben wir doch was. So, das heißt, wir müssen uns jetzt Fragen überlegen. Es sei denn, es hat noch was auf Twitter gemacht. Ich gucke auch mal. Bis jetzt kam noch nichts. Okay. Dann. Wo würdest du gerne mal hinreisen?
hinreisen? Oh, das ist wirklich eine interessante Frage. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hinjumpe. Ich würde gerne nach Singapur, weil die Stadt ziemlich faszinierend ist. Vom Setting. Vom Setting? Das Setting der Stadt ist ziemlich sweet und du bist runtergeplumpst. Gibt's gar nicht so, wo mich so hundertprozentig so hinzieht. Also ich mag halt gerne meine Urlaube, Italien, Spanien, da meistens mit der Familie. Ich bin aber gerne eigentlich auch unter Freunden und dementsprechend ist halt auch die Deutschlandtour dann die Idee gewesen, ja, viele Freunde treffen, weil man sonst nicht dazu kommt, alle zu treffen. Dementsprechend, ja, einfach. Aha. Ja, Deutschlandtour ist gut. Ach, da unten sind Spinnenweben. Okay, das erklärt einiges. Oh nein, jetzt bin ich auf der Seite, das heißt, ich muss nochmal durch Spinnenweben durch. Ah, es geht aber. So, nächster Checkpoint. Bola. Was ist denn dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk? Ja, erzähl mal. Boah, und schon wieder Checkpoint. Also, Ich muss sagen, ich hab früher mal sau gerne Eistee getrunken, aber irgendwie trinke ich halt so eine gewisse Zeit. Den hatte ich damals, als es noch den Plus gab, anstelle vom Netto, habe ich den voll gerne getrunken. Ah. Boah, da war der richtig lecker, wie die alle warten. Aber mittlerweile, boah, so ein Genussgetränk, also wo ich mich richtig freue, wenn ich das kalt trinken kann, ist, glaube ich, Monster. Oh, das ist ein Energy Drink. Das klingt gut. Ich muss sagen, keine Ahnung, ich trinke Kakao sau gerne, aber davon kannst du halt nicht viel trinken. Ja. Ja, bei mir ist noch so Bananenmilch, das mag ich auch voll gern. So, Bananenmilch ist auch cool. Bananenmilch. So, ja, die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer, weil die Fragen jetzt leer sind. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, da werde ich wahrscheinlich erstmal so beantworten. Wenn ihr sie auch in so einem Video haben wollt, dann schreibt es auf Discord in die Gruppe. Ich werde aber auch mal irgendwann bei Zeiten nachfragen. Wir werden jetzt wahrscheinlich trotzdem noch ein... boah, du hast es nicht geschafft. Warte nicht. Achso. Ey! Okay. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir werden uns wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen zusammentun und noch ein, zwei weitere Runden aufnehmen, aber dann ohne Fragen, ohne den Hashtag. Einfach, dann werden die bei Zeiten auch kommen, wahrscheinlich nicht innerhalb, nicht morgen oder so, wie die anderen Folgen jetzt relativ zeitnah aneinander kamen, sie werden einfach irgendwann mal sein. Das heißt, wenn ihr Bock auf Jump'n'Runs habt, bleibt einfach dran und abonniert auch gerne Molly Maus. Ja, bitte. Ja, abonniert ihn. Ja, bitte. What's up? What's up? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.